Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich wurde eben darauf angesprochen, na, ob ich bis hier warten kann, um mir den Rucksack wieder zu holen, ob ich jetzt nachts raus sein sollte. Ja, sehr schön. Ich habe gerade... Egal. Es kam ein schönes Gedicht von Scharabe Palone. Während der Wartezeit, hier kann ich das mal kurz vorlesen. Der Welkweil schraubt in den Optionen, denn er will seine Augen schonen. Doch während er noch schraubt und bastelt, hat er sich gleich vor Schreck verhaspelt. Die erste Mini-Horde kam und ihm ganz fix das Leben nahm. Und die Moral von der Geschichte, nachts schraube an Optionen nicht. Sehr geiles Gedicht. Wobei, ich sehe ja trotzdem nicht mehr. Ich wollte ja, dass ihr mehr sehen könnt. Oder vielleicht weniger. Ich könnte versuchen rauszugehen in der Vollmondnacht. Obwohl, es ist hell, die sehen mich, ne? Und wie viel stehen denn da rum? 1, 2... Ich will mal davon ausgehen, dass mein Rucksack da gleich noch liegt. Ich habe ihn sicherheitshalber mal markiert. Der wird wohl nicht gleich weg sein. Ich habe auch keine Waffe oder so. Ich komme ja nicht mal runter hier. Ich sehe ja nicht mal was. Ich könnte die Fackel jetzt in die Hand nehmen, aber das möchte ich nicht so gerne. Ach doch, ich stehe auf meinen Kisten. Ach, ich stehe ja gar nicht oben. Wir könnten uns... Arrow. 23 Pfeile und einen Club können wir uns machen. Das können wir machen. Das ist vielleicht eine Idee. Das Bild ist ungefähr so, wie wenn ich mit meinem neuen Sony ein Video aufnehme. Dank Softwarefehler. Ach, dein Handy, ne? Das ist ja ärgerlich, dass du da mit deinem Handy so viele Probleme hast. So, dann knüppeln wir uns gleich mal durch die Gegend. Hier, dann kann man zum Barbed Wire Mod, dann kannst du einfach in deinen Wooden Club, kannst du dann einfach Stacheldraht drumherum legen. Oder Metal Spikes. So kann man den dann aufwerten, diesen Knüppel hier. Dafür muss der Level 2 sein, hast du hier diese Mod-Schaltfläche und dann musst du aber dieses Barbed Wire Mod Schematik finden. So, und die wird sich dann verbrauchen. Was noch nicht ganz so hundertprozentig klar ist, kann man danach dann immer den Barbed Wire Mod, hat man den gelernt. Den kannst du nicht mehr so lernen. Du musst den quasi verbrauchen, um ihn zu lernen, vermutlich. Oder du verbrauchst ihn einfach nur. Gibt's halt nur die beiden Möglichkeiten. Millie Shire, was denn? Fragezeichen? Da kannst du aushelfen. Okay, sag doch mal. Den hast du. Und kannst du dir noch einen zweiten herstellen? Also immer wieder? Oder ist der weg und vielen lieben Dank an Junior für die Verlängerung des Abos von Run, der gar nicht da ist. Dankeschön. Mensch, Run ist schon seit 17 Monaten nicht da. Nein, so ist es nicht gemeint. Aber bei der Herstellung hast du dann einen Gegenstand. Ja, genau. Das ist klar. Dann habe ich einen Gegenstand, aber kannst du den zweimal herstellen dann? Kannst du nochmal einen Barbed Wire? Ja gut. Du hast dann einen Mod für Stacheldraht. Den kannst du dann, ja damit, wenn man zu zweit spielt, dass man vielleicht dem Kollegen auch einen craften kann. Es geht nicht. Für dich selber brauchst du keinen zweiten herzustellen. Du nimmst den halt raus und packst ihn in einen besseren Knüppel. Das geht. Okay, Matze, danke.
Das bedeutet, ja. Ja, okay. Also verbraucht die sich doch, die Schematik, ja. Ja gut, der Mod, der ist ja unendlich haltbar und dadurch, dass er nichts mehr Haltbarkeit verliert, gut, dann musst du, wenn du mit 5 Leuten spielst, dann ist das so eine Sache, ne? Derjenige, der dann irgendwie den Mod hat, der kriegt das Ding halt, ne? Und die anderen halt erstmal nicht. Gut, muss man halt ein bisschen umdenken. Mir ist kalt. Der ist relativ nah da dran. Ist offen, ne? Ja. Ach, ich habe jetzt keinen Bock, noch die 1,5 Stunden hier rumzuhängen, ey. Aber ich habe auch keinen Bock, rauszugehen und zu sterben. Ich sehe ja nicht mal, was da unter mir ist. Ich kann es ja nicht mal sehen. Von da höre ich Grunzen und hier höre ich Verschlurfen. Schlurf, Grunf. Ehrlich. Weißt du? Und ich wollte die ganze Nacht Holz holen. Wenn die Schatten da länger werden, sieht auch ein bisschen spooky aus, ne? Ich sehe nix. Ich habe hier schon nicht so viel Licht an, ne? Aber das bisschen, was ich anhabe, blendet auch noch. Ach, verdammt, das sieht ja schlimm aus in der Cam. Mach dir nur an. Hinrennen, sie weglaufen, fressen lassen und dann im zweiten... Ja, nee, ich lasse mich doch jetzt nicht zweimal fressen. Ich bin froh, wenn ich diesen doofen Debuff da los bin, so. Ich sollte aber vielleicht nicht ohne Bandage rausgehen. Können wir eigentlich schon mal benutzen hier. Die bringt wie viel? Max Health 10. 87, dann komme ich auf 97. Dann brauche ich die zweite nicht. Dann essen wir jetzt mal den Sham. Nee, für so wenig lohnt es sich gar nicht. Ach doch, dann kriege ich meine Ausdauer zurück. Die werde ich vielleicht gleich brauchen. Ja. In Unterhose wird mir auch kalt werden. Wenn du schnell genug rennst, kommst du vielleicht noch was fressen. Ja, man weiß es nicht. Ich hab Bock, schon wieder zu sterben. Was? Ich renne mal gegen diese Wand. Ich kann nichts sehen. Ich finde nicht mehr die Leiter hier bei mir. Da ist er. Jetzt ist er verschwunden in den Schatten. Irgendwo da muss er sein. Ich glaube da... Ne. Kann ihn nicht mehr sehen. Ihr seht ihn, ne? Er ist echt schwierig. Drei Uhr fünf. Ich renne doch in einen rein, wenn ich jetzt rausgehe. Das ist das Problem. Ich renne doch direkt in so ein Scheißding rein. Weil ich sie nicht sehen kann. Du kannst nur nach Bewegung gehen. Und wenn du keine Bewegung... Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Da kommt was schnell näher. Irgendwann rennt hier aber gerade zielstrebiger.
Angst würde ich das nicht so nennen. Etwas hat meine Spikes gefunden. Das Problem ist die Dunkelheit. Da ist einer. Oh, der hat den Stein gehört. Die haben den Stein gehört. Den habe ich ja nicht mehr gehört. Die sind zum Stein gelaufen. Wie krass. Wie krass, die sind zum Stein gelaufen. Nee, hab ich nicht. Aber Steinwerfen ist das super. Außerdem weiß ich nicht, ob das in Alpha 17 noch geht. Mit den Exkrementen. Jetzt ist mir heiß? Okay. Ist ja interessant, dass es mir jetzt heiß ist. Ich mache euch jetzt hier das Ding mal raus da. Dann seht ihr mal, wie doof dunkel das ist. Filter, Farbkorrektur. Jetzt guckt doch mal selber, wo die Zombies sind. Viel Spaß. So. Wieso ist mir denn heiß hier im Fenster? Was ist denn da draußen los? 80 Grad. 80 Grad Celsius ist da draußen. Warum? Ist hier ein Verbrannter vielleicht unter mir? Strahlt da so eine Wärme ab? Viel mehr sehe ich auch noch nicht. Ich finde es super, dass man sofort seine Kleidungsstücke wieder anlegt. Okay, Jungs, wir klären das jetzt. Wer von euch war das letzte Nacht, hä? Du warst doch dabei. So, ich hätte ganz gerne mein Compound Bow erstmal zurück. Rache. Das kam, ich dachte ernsthaft, mich hat jetzt gerade ein Hund von hinten gebissen. Das kam aber auch wirklich exakt auf die Sekunde, ne? Ich hab mich eben schon tot gesehen. Ich habe mich eben schon wieder komplett tot gesehen. Was für ein Timing, ey.
kannst die ganze hier direkt offiziell in den Trollclub aufnehmen lassen. Hyukuya. Das ist ehrlich, hätte man. Ging gar nicht besser. Guter Mann, ja. Oder Frau, man weiß es nicht. Also auf jeden Fall. Begnadetes Timing. Muss man hier lassen. Hallo? Fehlt denn da eine? 1, 2, 3. Ich bin da doch sonst immer hochgekommen, oder nicht? Hey, wieso fehlt denn da eine? Komisch. Ich glaube, eine fehlt. Aber warum? Was habe ich denn jetzt für ein Problem? Habe ich das sonst nie gehabt? Was, dann kann ich die Leiter nicht mehr hochgehen? Wenn ich überladen bin, das ist ein Scherz, oder? Ah doch. Aber dann kostet wahrscheinlich sehr viel mehr Ausdauer. Okay. Krass. So, Steinerror, Stahlpfeile. So, wir wollten zum Händler, ne? Wenn wir zum Händler wollten, würde ich sagen, nehmen wir nochmal zwischendurch. Die Fackel mit, die Shotgun brauche ich nicht. Das kann man auch gar nicht reparieren, ne? Dann können wir es ja droppen. Den Honig würde ich gerne mitnehmen. Wir werden uns einmal was zu essen mitnehmen. Ja. Wir haben hier, dann nehmen wir aber auch nicht alles mit, nehmen wir 5 Wasser mit und die beiden. Oh. Entschuldigung. Ton ist da. Danke. Wie lange war das hier gemutet? Also ich habe mit. Ihr könnt nicht von Lippen ablesen. Weißt du, wenn man sich beim Husten mutet? Dann passiert sowas. Also, ich habe nur mal eben einfach beschrieben, was ich da einpacke und warum ich was einpacke. Mehr habe ich nicht gemacht. Alles halb so wild, ne? Gläser und habe Pfeile hergestellt zwischendurch. Ich habe mich gefreut, dass ich noch Steine im Gürtel hatte. Weil ich dachte, ich müsste jetzt noch Steine kloppen. Ich hätte eigentlich mehr Bandagen mitnehmen können. Das wäre ganz clever gewesen. Und ja, dann lass uns doch jetzt zum Händler gehen. Dass wir den mal aufgesucht haben, wenigstens. Ich werde da wahrscheinlich keine Quest annehmen, weil der ist am Arsch der Welt. Ja, okay, finde ich super, dass du es einsiehst. Ich kann nur Scheiß und Arschloch von den Lippen ablesen, weil Fußball. Okay, alles klar. Nee, da war dies, war nichts vorbei in dem Fall. Vielleicht sollte ich lieber auf der Straße bleiben, weil hier können auch Wölfe kommen und so.
Ich sollte auf alle Fälle ein bisschen auf meine Ausdauer achten. Achso, apropos Skillen. Wir haben wieder einen Skillpunkt verfügbar. Den würde ich ganz gerne in Boom Headshot oder in Selbst... Ach, kann ich ja nicht. Fortitude. Increased Weapon Damage by 5%. Increase your max health. Hätte ich mehr davon. Ich warte erstmal. Ein nicht vergebener Skillpunkt ist ja ein verschenkter Skillpunkt. Würde ich jetzt, also in der Alpha 17, in der 16 hat es mich nicht weiter gekratzt, aber hier würde ich schon sagen, ja, ist so. Weil jetzt gerade weiß ich echt nicht, was ich da skillen soll. Ich warte erstmal ab, bis ich noch einen zweiten habe, dass ich dann auch was draus machen kann. Und dieses Nest nehmen wir mit. Du hast kein Loot, du bist nicht attraktiv. Tut mir leid, dass du es auf diesem Weg erfahren musst. Ich wollte sagen, er hat eben schnelle Schritte gehört, aber das ist nur unser Schattenboxer, ja? Der hat auch kein Loot. Oh, der stört mich jetzt. Ups. Du bist ja jetzt schon ein bisschen im Weg, da ist Baumwolle für mich. Reden da. Die liegen ja falsch. Lass die mal tauschen hier. Kommen wir ja durcheinander. Sind immerhin noch mal ein paar Bandagen. Ich muss ein bisschen auf die Ausdauer gucken, Mensch. Weil, ich würde die ganz gerne nutzen, um jetzt schnell zu laufen. Und dann kommt ein Wolf. Und dann kannst du nicht schnell laufen, wenn du es brauchst, weißt du? Ja, das ist dann ärgerlich. Also das war ein Chambray-Laden, ne? Boah, ich verbrauche. Oh, crack a book. Oh, das könnte aber interessant sein. Steht auf dem Rückweg. Ah, das schwebt da auch schon wieder das Gebäude hier. Die schweben ja alle. Das haben wir da doof gemacht. Ist der da eben rausgefallen aus dem Haus? Der ist aus dem Boden gefallen, ne? Also da müssen sie aber nochmal nachbessern, bevor man das stabil nennen kann, finde ich. Das ist ein bisschen arg. Etwas. Rakofix und der Pixel, vielen lieben Dank für den Follow. Weil die ganzen Gebäude hier hohl sind, dann kommst du schon langsam auf Follow. Okay, einen Shotgun-Messiah hätten wir hier. Das ist ein Gebäude, was ich noch mal nicht kenne.
hinten muss auch nochmal irgendwie so ein Händler sein. Muss das denn ausgerechnet hier im zerstörten Biom sein? Noch ein Crackerbook. Na, ich dachte mir schon, dass das... Vielleicht nicht, dass das Stibbons ist, aber das dachte ich mir schon. Das kam, da war ich irgendwie... das passte. Ja, aber da dürfen sie wohl nochmal nachbessern. Könnte der Gebäude komplett so einstürzen. Mhm. Das ist wieder ein bisschen arg hier. Das können die besser. Vor allem das Lustige ist, die sind ja nicht mal am Hang. Also die hängen einfach nur 2 Meter über dem Boden. Gibt coole POIs hier, würde ich sagen. Guck mal, es gibt ja doch noch Hochhäuser. Weil irgendwann geschrieben hat mal im Forum von den Funbams. Ja, keine Hochhäuser mehr. Der Well hat Schiss in der Hose. Ist besser als die Tüte lose. Nur ist ihm sehr kalt, obwohl der Kupferbolzen noch nicht alt. Da hilft nur eine warme Suppe. Aber das ist ihm auch ganz schnuppe. Drum hinaus in die Welt, auch wenn es dir nicht gefällt, die Zombies werden dich schon wärmen. Da kommst du schon in Schwärmen. Und wenn es dich mal wieder piekt, so hast du doch gesiegt. Bleib so, wie du bist, falls für uns umso schöner ist. Und sind wir manchmal auch am Banken, wir werden es dir ewig danken. Dankeschön, Roadgamer. Mais links. Oh mein. Musste ich jetzt eben lesen. Ging nicht, weil das wurde nicht gespeichert. Das, wenn das aus dem Chat rausgerollt, ist es quasi weg dann für mich. Mais links. Wo? So viel Leck kannst du ja nicht haben, ne? Ach da, links. Tatsache. Krass, danke. Gehen wir mal hin. Ein schönes Biom hier. Oh, eine Apotheke ist das. Sehr schön. Ich höre doch Schritte irgendwo. Dead Corn bringt mir nichts, ne? Nee. Das ist aber ein schlechtes Wetter hier, ey. Schön ist anders. Ich bin dafür, dass wir das wieder anschalten. Das ist nicht ganz so milchig. Also hier ist wieder schönes Wetter. Na, hätte ich mal nichts gesagt. Kommt da. Das ist die Logitech Webcam, die lässt mich rüber tappen. Das ist von Logitech, die Cam. Das Fenster ist immer in der Mitte. Der tappt auf den Desktop und dann plötzlich hängt dieses scheiß Kamerafenster da. Dieses Settingsfenster. Habe ich dann Geier gehört? Ausdauer, mach hin. Achso. Ist kaputt. Echt, der kein Stein? Der hat doch bestimmt einer rum, oder? Black Eagle. Dankeschön. Wie gesagt, wenn man wenn man sich nicht umdreht, ist man selbst schuld, wenn man stirbt.
Allerdings bin ich doch überlegen, ob ich es mal auf 100 Bits einstelle, weil ich muss ja meinen Kardiologen auch bezahlen. Und 1 Cent ist dann noch ein bisschen... Da kriegst ja keinen Kardiologen von bezahlt. Good Game. Was? Clearette? Vielen lieben Dank. Für das Abo für unseren Frischlyriker Road Gamer. Dankeschön. Lodi, herzlich willkommen. So, wobei bist du sowieso? Auch ohne Abo, weißt du ja. Oh, Kartoffeln. Sehr schön. Noch ein Foto davon. Boah, das kannst du den ganzen Tag machen. Krass. Das aber echt, Alter. Kartoffeln, ja. Aber richtig viele. Also so richtig viele. Das mache ich jetzt auch erst fertig. Das ist wichtig. Ich könnte nochmal nach dem Stein gucken eben. Mit der Faust geht's schneller, kostet weniger Stamina. Mit der Faust kriegst du weniger raus. Pass mal auf. Ich glaube ich, pass mal auf. Ein. Ja, okay. Weniger als eine? Oder war das nun bei Gras? Hier, 2 Gras, warte mal. 2 Gras, keine Ahnung, ich weiß nicht. War das? Irgendwie war da nicht mal irgendwas, dass man mit der Faust weniger rauskriegen soll? Oder war das ein anderes Spiel oder sowas? Aber warte, klingelt da bei jemandem was? Wofür den Danke, Will? Lass rein. Das ist kein Glück, Asrak. Es hat gelootet eben. Es dauert halt sehr lange jetzt, ne? Aber gut, da muss man sich eine gute Kartoffel dauert 7 Minuten, sagt man ja auch. Oder so eine Art. Oder wie war das noch? Ja, einen Garten und vielleicht auch noch 2 Skillpunkte mal reindrücken in Plant Cropping. Weil ich brauche 5 Kartoffeln. Aus 5 Kartoffeln kriege ich einen Samen raus. Ist das nicht irgendwie total dämlich? Dann habe ich einen Samen und kann mir damit eine Kartoffelpflanze machen. Und aus dieser einen Kartoffelpflanze kriege ich ja eine Kartoffel raus. Warum sollte ich aus 5 Kartoffeln eine Kartoffel machen wollen? Hat schon jemand was angebaut? Von euch? Und der Int war das, ne? Oder Fortitude? Wo war denn das? Wo war denn das? Ja. Wegfall stellt die gleichen Fragen, wie du gestern warst, sag. Tönstedt sagt's dir. Seufzt. Ja, wieso? Also, man will doch mal. Der Samen bleibt dir halten. Wie, der Samen bleibt mir halten? Der eine Samen braucht nie wieder angepflanzt werden. Also wie man das normalerweise denken würde, ich setze eine Kartoffel rein, kann die abernten und die Pflanze bleibt dann da unten im Boden, ja, und wächst dann nochmal nach. Oder? Okay. Aber das klappt nur bei selbstgeernteten, okay. Nur bei selbstgeernteten, selbstgesetzten Pflanzen und alle anderen Pflanzen, die andere gesetzt haben, kann man anscheinend nur zerstören. Okay. Das ist eine sinnvolle, das brauchen wir nicht, eine sinnvolle Änderung. Aber kann man ja auch nicht von ausgehen, dass die Pimps das mittlerweile so eingebaut haben. Ne?
weil sonst wäre es ja mehr als merkwürdig. Also sonst hättest du ja davon gar nichts. Okay. Der Schatten sah eben schon so nah aus. Ey, wo laufe ich denn hin? Eigentlich möchte ich sie alle mitnehmen. Eigentlich möchte ich sie alle mitnehmen. Warum soll ich die Hälfte hier liegen lassen? Ich bin überlegen, ob es klug ist, sich hier eine Kiste zu bauen und die Kartoffeln und den Mais hier zu lassen. Weil, sollte ich irgendwie auf dem Weg zum Händler sterben, wäre das Essen halt sehr weit weg. So ist es noch im wiederholbaren Rahmen. Oh, guck was. Hä? Vom... Kam da ein Geräusch? Kam da schon eine Einblendung oder kam da keine Einblendung? Warum habe ich die nicht gehört? Die kann ich doch nicht ignorieren. Bin ich so konzentriert im Reden? Eine Kartoffel ist eine Kartoffel. Cobra aus Berlin. Vielen lieben Dank für das... Abo an Asrak, der sich auch schon bedankt hat. Kam eine Einblendung. Wieso kriege ich denn das nicht mehr mit? So konzentriert kann ich doch mal nicht sein, oder? Ich schlag doch nur Kartoffeln. Unglaublich. Ich meine, es hätte mal ein Punkt sein können, ne? Wenn das eine Spucker- oder Kreischer-Anwendung ist. Wo mit Kreischern würde ich momentan noch gar nicht rechnen. Hat schon jemand Kreischer gehabt? Okay, Anwendung war... Kannst mal sehen, bin ich komplett im Konzentrationsmodus. Der Geier, der gefällt mir nicht. Wer macht den Astag? Ich bekomme eine Einblendung hier, das ist viel schlimmer. Ach, die Einblendung war da, war nichts zu hören. Wieso denn nicht? Das wiederholen wir jetzt nochmal. Relaunch. Ach, das ist noch der falsche Sound zur Kreischerin. Ich muss die Kreischerin wieder mit reinnehmen. Den habe ich noch aus Starvation. Ach doch, den Spider habe ich, glaube ich, eben einfach ignoriert, weil ich nicht wusste, was dahinter. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und ich habe es einfach... ich bin unaufmerksam. Chest. Lass uns mal eine Kiste machen. Und ihr müsst hier drapieren. Echt jetzt? Meine Güte. Was ist denn das für eine Stadt, ey? Asrak, ich lade ihn mal zum Essen ein. Ne? Ah. Ich bräuchte Personal. Das hier W für mich drückt, während ich einen Cappuccino trinke und die linke Maustaste bediene. Hammer, ey. Boah, der Schattenwurf ist aber echt übel. Und da hinten ist noch ein Maisfeld, ne? Ey, auch wenn es jetzt vielleicht gerade langweilig ist, ne? Aber ich glaube, wie die Folge geht, 39 Minuten schon. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal. Machen wir es einfach mal so. Zur Not hau ich mal zwei Folgen an einem Tag raus, ne? Also wundert euch dann nicht. Mal gucken. Ein paar Tage Luft zu haben, weil man nicht weiß, wo man das nehmen müsste, was streamt, ist auch nicht schlecht. Besser als wenn was ausfällt. Auf der anderen Seite könnte ich momentan viel häufiger 7-Day streamen, als ich äh,
als ich Folgen auf YouTube nachschicken kann. Also, ich gleiche das immer mal aus. Aber ich verabschiede mich jetzt. 40 Minuten muss reichen. So, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.